Joa, willkommen bei Alte Vieh Games. Mein Name ist Tim und wir spielen die Crysis 2 Demo für den PC. Die höchsten Grafikeinstellungen, die möglich sind, zumindest in der Demo. Ich weiß nicht, ob es in der Vollversion anders aussehen wird, und ich suche mir jetzt einfach mal einen Server, auf den nicht zu viele Spieler sind. Wir nehmen mal den hier mit 8 und ein Ping von 0, was natürlich ein. Ne, wir nehmen mal den hier. Ein Ping von 0 ist natürlich ganz normal. So, Team Instant Action, das ist sowas wie Team Deathmatch. Und schon geht's los. Ich bin Level 1, das heißt, ich habe noch keine Waffen freigeschaltet. Ich habe nur eine Klasse. Ich habe. Ja, ich habe nur mein Standard-Equipment. Das ist allerdings jetzt nicht so schlimm. Ich hoffe, es wird jetzt nicht ruckeln oder so, weil die Grafik halt ziemlich gut ist. Ohne Aufnahme klappt das problemlos auf 30 Frames. Mit Aufnahme wird es vielleicht ein bisschen darunter sein. Ich hoffe trotzdem, dass es ordentlich flüssig sein wird, sonst muss ich die Grafik fürs nächste Video mal ein bisschen runterstellen. Aber das Spiel sieht auf jeden Fall Hammer aus und braucht gar nicht so viel Leistung. Das ist das Beste eigentlich am Spiel. Obwohl die Hammer Grafik aussieht, nein, obwohl die Grafik Hammer aussieht, so rum, braucht das Spiel kaum Grafik, beziehungsweise kaum Hardware-Anforderungen. So, Assault ist die einzige Klasse, die ich habe. So, 20 Frames. Naja, okay. Ich muss mal ganz kurz den Sound bei mir leiser machen. So, jetzt sollte es auch gehen. Und ja, dann versuche ich es erstmal. Die Besonderheit bei diesem Spiel ist, man kann sich, das wissen wahrscheinlich die meisten schon, man kann sich unsichtbar machen. Oder man kann sein Schild verstärken. Also, ja, seine Armor, seine Panzerung halt. Oder Nano Vision. Da sieht man auch Gegner, die unsichtbar sind, leicht. Oder man kann einfach extrem hoch springen und man kann halt seinen Anzug für extrem coole Sachen nutzen. Also da, das ist der Anzug, den ich da anhab, da. Sollten eigentlich die meisten Leute kennen. Zumindest wenn man sich für das Spiel interessiert hat. Und die beste Technik ist eigentlich so unsichtbar rumlaufen, dann der Gegner sehen. Oh, dann ist er schon tot. Naja, okay. Aber vom Ding her. Und laute Schreie verfolgen mich ist auch gut. Aber jetzt lasst uns mal ein paar schöne kleine Noobs töten. Das wird bestimmt witzig. Mit den HP ist das so ähnlich geregelt wie bei Call of Duty, was ich leider schade finde. Mit diesem bloody Screen, sorry. Da, Gegner, 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 Dauerfeuer und tot. Und wir haben gewonnen. Das war eine sehr lange Runde. Ich werde jetzt einen Schnitt hier reinmachen und werde gleich zum nächsten Video gehen. Hey, wenn ich rede, dann hört man mich in-game, oder? Ist das nicht witzig? Okay, Schnitt und zum nächsten Video. Ja, war eine sehr gute Runde. Naja, okay. Schnitt. So, und jetzt, das ist die zweite Runde auf der anderen Map. Es gibt insgesamt zwei Maps in der Demo und auch zwei Spielmodi. Das ist auch der andere Spielmodi. Crash Site heißt der, glaube ich. In diesem Spielmodi geht es darum, so eine Dinger, die von Himmel fallen, einzunehmen mit seinem Team. Das Ding ist da hinten bei uns. Und ja, das erinnert mich an den, ich glaube, Hauptquartiermodus von Call of Duty. Ich weiß gar nicht, ob das der Hauptquartier war oder irgendein anderer. Und BÄM! Falkenpunch. Okay, hab keinen getötet, aber hier war auch kein Gegner mehr. Auf jeden Fall, hier, das Ding müssen wir einnehmen. Wir sollten versuchen, dass die Gegner das nicht kriegen. Und ja. Dann ist die Runde gewonnen, wenn wir genug eingenommen haben und die Gegner weniger eingenommen haben, weil wir dafür Punkte kriegen. Was ich jetzt leider sagen muss zu dem Spiel, das wird vielen Leuten vielleicht schon aufgefallen sein, aber es ist sowas von. Okay, den habe ich nicht getötet, aber den werde ich töten, wenn ich nicht dumm bin. Okay, auch nicht, aber ich war also dumm. Das Spiel ist Call of Duty sowas von ähnlich. Also, ich bin kein großer Call of Duty-Fan, muss ich jetzt sagen. Also, die Multiplayer von den Call of Duty-Teilen fand ich ab Teil 5 allesamt schrecklich. Aber das ist nur meine Meinung. Ich muss allerdings sagen, die haben eigentlich jedes Element, was man von Call of Duty nehmen konnte, übernommen. Clown ist ein schreckliches Wort, aber die haben wirklich teilweise geklaut. Es gibt also Killstreaks, es gibt Perks, also diese Verbesserung, die man sich auf den Anzug packen kann. Die sind aber jetzt auch anzugspezifistisch, was auch immer. Deswegen wirkt das auch ein bisschen besser hier. Man kann die Waffen auftunen, man levelt ab, man muss sich die Waffen dann per Punktesystem zulegen. Ja, ist. Oh, warum kriege ich immer nur Assists? Das ist scheiße. Habe ich ihn umgebracht? Nein. Aber so solche Attacken gibt es halt dann auch. Hier ist jetzt irgendwo ein Gegner. Nein.
Aber hier kommt sicher gleich irgendwann ein Gegner hoch. Da hast du doch. Komm schon! Und rot. Okay, es läuft nur mit 20 Frames. Das ist ein bisschen... Dadurch kann ich nicht so gutes Gameplay zeigen, leider. Ich werde nachher nochmal eine Runde aufnehmen und separat hochladen. Und die wird dann in etwas schlechterer Grafik dafür mit flüssigerem Gameplay hochgeladen werden. Eine Sache, die ich schade finde, ist, dass man die Granaten nicht einfach per Knopfdruck mit der mittleren Maustaste oder so werfen kann, wie bei Call of Duty es halt normal ist. Sondern man muss erstmal G drücken, dann wählt er die Granaten als Waffe aus und dann kann man die werfen. Warte, Gegner, Gegner, Gegner! Gegner, ja, danke. So, tot. Jetzt hat kaum was gesehen, ich habe auch eben E gedrückt, aus Gewohnheit. Ja, okay, tot. Oh nein, das ist kein Commentary-Gameplay, wie es die ganzen Call-of-Duty-Typen machen. Ich kommentiere das nicht nach, sondern ich kommentiere das live. Warum? Weil ich es mache. Weil das meine Art ist, zu kommentieren. Und jetzt heult nicht rum, weil ihr kein kommentiertes Gameplay sehen wolltet. Seid doch mal froh, dass hier sich jemand hinsetzt und euch das Spiel auch erklärt. Nanovision, Nanovision, Nano... Achso, ich hab M gedrückt. Kein Gegner in der Nähe. Kommt da einer von hinten? Nope. Ja, es kommen hier zu wenig Gegner. Ja, aber sie haben ziemlich viel von Call of Duty übernommen, was allerdings gar nicht so schlimm ist. Eine Sache, die mich nur stört, ist, dass diese, richtig teambasierenden Modi rausgenommen wurden, die Crysis 1 halt hatte. Zum Beispiel diesen... Ja, Battlefield-mäßigen Spielmodus, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, Power Struggle oder so, haben die auf jeden Fall komplett rausgenommen, was ich ziemlich schade finde, weil das war für mich das Gute von dem Spiel. Habe ich den jetzt eigentlich umgebracht, der Granate? Nö, ich glaube nicht. Und gewonnen, ja, schon wieder. Und diesmal auch wieder eine... ja, ich habe nur einen Kill gemacht und bin trotzdem einer der Besten. Na, okay. Ich rede in-game, I like turtles. I like trains. So, okay. Das war's jetzt erstmal. Ich mache jetzt gleich noch ein Video, das kommt aber separat hoch, einen Tag später oder so. Vielen Dank fürs Zusehen, und abonnieren fürs nächste Video, würde ich mir jetzt mal sagen. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao eigentlich. Okay, tschüss.